Hallo, in diesem Video möchten wir euch zeigen, wie man die Maximalausgangsfrequenz des LSM100-Frequenzumrichters erhöht. Bislang haben wir demonstriert, wie an dem einphasigen M100 die Grundparameter zur Inbetriebnahme eingestellt werden. Nach diesen Grundeinstellungen hat der Umrichter eine Maximalausgangsfrequenz von 50 Hz. Nun möchten wir erklären, wie sich diese in wenigen Schritten auf beispielsweise 80 Hz ändern lässt. Als erstes wird am Display des Gerätes die Navigationstaste oben 8-mal betätigt, um den Parameter FRM aufzurufen. Durch das Betätigen der Enter-Taste lässt sich der Parameter öffnen. Hier wird nun der Wert 50 angezeigt. Diesen Wert müssen Sie zu Ihrer gewünschten Maximalausgangsfrequenz umändern. Durch das dreimalige Drücken der Shift-Taste springt der Cursor auf die erste Ziffer. Durch ein weiteres Betätigen der Taste lassen sich auch dreistellige Zahlen eingeben, aber in unserem Beispiel nehmen wir 80 Hz. Mit dem zweimaligen Betätigen der Enter-Taste lässt sich die Eingabe speichern. Zurück zum Startbildschirm kommen Sie, indem Sie die Shift-Taste einmal drücken. Als nächstes navigieren wir durch das einmalige Drücken der Unten-Taste zu dem Parameter OGR. Durch das Drücken der Enter-Taste wird dieser geöffnet. Wir ändern die 0 zu einer 1, um den Parameter zu aktivieren. Jetzt wieder, um zu speichern, zweimal die Enter-Taste drücken und einmal die Shift-Taste betätigen, um zurück zum Startbildschirm zu kommen. Durch das Aktivieren dieses Parameters können wir nun über das fünfmalige Drücken der Shift-Taste zu dem Parameter IN0 gelangen. Hier wird nun 10-mal die Oben-Taste gedrückt, um zu IN41 zu navigieren. Jetzt wieder die Enter-Taste drücken, um den Parameter zu öffnen. Hier wird wieder ein Wert von 50 angezeigt. Diesen müssen Sie wie zuvor zu Ihrer gewünschten Maximalausgangsfrequenz umändern. Zum Schluss noch zweimal die Enter-Taste drücken, um den Wert zu speichern und 6-mal die Shift-Taste betätigen, um zurück zum Startbildschirm zu kommen. Nach diesem letzten Schritt ist der M100 mit Ihrer neuen Maximalausgangsfrequenz nun einsatzbereit.